Ach hallo, grüßt euch zu News heute am 1. November 2020. Ja, fangen wir doch einfach mal vorne an. Letzte Woche hat sich einiges getan für neue Videoprojekte und da kann ich euch auch ein paar erfreuliche Sachen dementsprechend schon mitteilen. Meine Reihe, die ich beginnen möchte, zu Besuch bei, hat sich jetzt auch ein klein bisschen gefestigt und zwei Termine stehen jetzt in Aussicht. Einmal für den It's My Bike Bike-Tracker, GPS-Tracker und einmal für den PowerUnity Bike-Tracks steht eigentlich auch der Besuchstermin nicht fest, aber die Zusage ist da. Müssen wir halt ein klein bisschen abwarten, wie sich die Corona-Lage entwickelt und dann werde ich die beiden Unternehmen besuchen und dann euch auch ein kleines Hintergründe zeigen, wie die Systeme im Hintergrund funktionieren, wie die Firmen aussehen. Mal schauen, was wird. Wir werden sehen. Ich finde die Sache super, super spannend und freue mich riesig drauf über das neue Format zu Besuch bei. Habe auch schon mit ein paar neuen Firmen mal langsam angefangen, Kontakt aufzunehmen aus der Bike-Welt. Was es gibt, werden es sehen. Ich fände es super, super spannend. Dann haben wir ja ab Montag, also ab morgen, unseren Lockdown Light und da sind auch die Bikeparks betroffen. Die müssen ab Montag dementsprechend auch schließen, auch wenn das Wetter dann noch ganz okay wäre und eigentlich gar nicht. Ja, das Wetter wird es zulassen, aber unsere Corona-Lage dann im Moment leider nicht wirklich. Und da denke ich auch, so ein kleiner Vernunftfaktor wäre dann doch vielleicht gar nicht schlecht, wenn man auch auf Trails fahren geht, wie hier im Schwarzwald, die ganz normal im Wald liegen und nicht wirklich, hoffentlich nicht, in das Corona-Problem hineinfallen. Das Thema Verletzungen, je nachdem, wie sich diese Corona-Lage entwickelt und die Krankenhäuser irgendwann hoffentlich nie voll werden, dass man sich nicht irgendwie eine Verletzung zuzieht, wo man dann da auch ein zweites Problem hat. Also da bin ich im Moment dann doch etwas vorsichtig und gehe nicht wirklich gerade Risiken ein, die ich nicht eingehen muss, weil man weiß nicht, wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monate dementsprechend entwickelt. Dann ein Thema ein bisschen zum Kanal internen, was auch ein bisschen so diese letzte News betroffen hat, auch die letzten Sachen, wo dann ein bisschen das Thema hinter den Kulissen des Kanals, war ja auch noch ein klein bisschen ein Thema. Da kam ja auch gleich mit Feedback von euch zurück, was wir da machen sollen. Und ich habe mir jetzt dieses Format dementsprechend überlegt. Da wird es einige dementsprechende Videos zu geben. Allerdings nicht auf diesem Kanal. Wie manche wissen, ich habe vom Prinzip noch zwei weitere Kanäle auf YouTube, die sich eher mit dem Thema Kochen und Kulinarik beschäftigen. Das ist so ein bisschen mein kleines Laster, wo ich dann noch habe. Verlinke ich euch einfach mal in der Videobeschreibung oder oben im i in der Ecke. Könnt ihr einfach mal draufklicken und einfach mal reinschauen. Da geht es so ein bisschen um die schwäbische Küche, die mir so ein bisschen am Herzen liegt und ein bisschen mein Hobby dementsprechend darstellt. Hier, der Bike-Kanal ist ja einfach ausgewachsen aus dem Projekt, wo ich einfach mal hatte, weg vom Auto hin zum E-Bike. Was daraus geworden ist, ist ja megamäßig cool. Also ist richtig, richtig klasse. Zum Thema hinter den Kulissen des Kanals. Da habe ich ja vom Prinzip die Gedanken dahin gemacht, da ich ja ursprünglich mal das Fotografenhandwerk wirklich gelernt habe und da auch gleich bis auf einsteigen möchte über das Thema Bildgestaltung, über das Thema, wie geht man damit um, über das Thema Audio bei Video, über Kameras, über gewisse Grundtechniken. Und da wird es dann auch auf einem separaten Kanal, wiederum verlinkt im i oder unten in der Videobeschreibung, separat Videos geben über das Thema hinter den Kulissen des Kanals, sowie auch klassische Themen ums Fotografieren und ums Filmen, was ja mal mein ursprünglich erlernter Beruf dementsprechend war. Ganz wichtig, wenn ihr auf dran bleiben wollt, gebt den beiden Kanälen dann einfach mal ein Abo und dann werdet ihr da kein Video verpassen, wenn es dann um diese Themen dementsprechend da auch gehen wird. Dann hat mich ein Kommentar ein klein bisschen beschäftigt und da möchte ich mal euch ein klein bisschen fragen in den Kommentaren dazu. Das Thema Versicherung. Ein Kommentar habe ich gelesen. Ich nehme einfach eine Versicherung für 120 Euro im Jahr und in der ist vom Prinzip alles drin, vom Verschleiß über den Diebstahl, über die Versicherung und die Haftpflicht und. Übertrieben jetzt mal. Jetzt schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr das erfahren habt. Also nicht reinschreiben, ich habe eine Versicherung und die verspricht mir das, sondern schreibt mal wirklich rein in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit dem Thema Versicherung und Bikeversicherung. Ich will einfach mal wissen, wenn die Versicherung abschließe für jetzt 120 Euro im Jahr, sind da zwei Reifenwechsel dabei,
gibt es eine Kilometerbegrenzung. Was für Erfahrung habt ihr gemacht? Weil, was ich darüber mal höre, finde ich immer schwierig. Also wenn ich überlege, bei meinem Fahrverhalten mit so circa 10.000, 12.000 Kilometer im Jahr und ich bräuchte dann 2-3 Satz Reifen und 3-mal Bremsbeläge, dann wäre das sicher eine coole Geschichte. Dann wäre ich deutlich billiger, als wenn ich es einzeln kaufen würde. Also, einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wie eure Erfahrung ist zum Thema Versicherung oder Bikeversicherung, Verschleiß. Wie viel ist halt dabei und wie viel wird bezahlt im Falle des Falles. So, noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Ja, aktuell haben wir mit unserer Shutdown-Light-Geschichte ein bisschen dann vielleicht abwarten, was das Leben dann so bringt. Aber ich hoffe, dass wir weiterhin noch unser klassisches Radeln gehen dürfen und dass wir da einfach noch entspannt auch noch unserem Sport nachgehen dürfen. Videoprojekte nächste Woche dementsprechend werden wir sehen. Ich habe einige Sachen da so ein bisschen im Petto, was ich da euch nächste Woche zeigen will. Ich bin nicht ganz sicher, was kommen wird. Warten mal ab und schauen mal drüber. Also, wenn es passen wollt, lasst einfach mal ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.